gibt drei verschiedene Arten, in der Welt zu sein. Gibt sicher auch andere und noch mehr Arten, aber drei hauptsächliche Arten. Das erste ist das Normale. Das Normale heißt, im Wesentlichen von der Fixierung bestimmt zu sein. Und das heißt auch von den Ich-Bedürfnissen. Bei den anderen Menschen gut angesehen sein. Das, was man denkt, dass das so ist, wie es die anderen auch denken. Dass man also Übereinstimmung findet, was sich dann in Facebook-Likes und Freundschaften messen lässt. Was Besonderes zu sein, ist schwierig, weil die Werbung sagt, kauf das und das, dann bist du das Besondere, aber das sagen sie allen, ist schwierig, das Besondere zu sein. Ne? Überhaupt bestimmt sein von dem gesellschaftlichen Norm, wie man sich zu verhalten hat und tut, sodass man das Gefühl hat, ah, ich schwimme so wie die anderen auch. Das ist das Normale. Zum Normalsein gehört, dass man seine wichtigste Rolle übernimmt und spielt. Und was ist die wichtigste Rolle, die der Mensch einzunehmen hat? Natürlich, Konsument zu sein. Weil, wenn die Menschen nicht Konsumenten sind, dann würde das Ganze, auch der ganze Wachstumswahn und alles, würde zum Erliegen kommen. Das ist die wichtigste Rolle, die dem Menschen zugedacht ist. Und möglichst gut zu erfüllen. Von der Fixierung bestimmt sein heißt, dafür zu sorgen, dass man Dinge kriegt, von denen man normalerweise glaubt, sie nicht zu kriegen. Nämlich Anerkennung, bewundert werden, Liebe, Eiscreme. Und weil der Mensch sich im Mangel wähnt, von allem ist zu wenig da, macht er solcherlei Anstrengungen, Tricks und spielt seine speziellen Rollen, um bei den anderen das zu kriegen, was er haben will. Dass sie ihn toll finden, stark finden, hilfsbereit, was weiß ich. Naja, was die Fixierungen halt hergeben. Weil der Mensch sich im Mangel wähnt, das ist was ganz Verrücktes. Weil er sich im Mangel wähnt, guckt er die ganze Zeit darauf, nicht zu kurz zu kommen. Mehr zu kriegen. Eine wichtige Idee und wichtige Triebfeder ist, den Mangel auszugleichen, indem man mehr bekommt und weniger abgibt. Das ist ziemlich furchtbar, weil wir alle so drauf sind und das macht natürlich ein etwas schwieriges Miteinander. Und dann gibt es den zweiten Modus, die zweite Art in der Welt zu sein. Die besteht darin, wieder mit sich selbst echten Kontakt aufgenommen zu haben. Überhaupt zu erkennen, was man möchte. Weil bei dem ersten Modus ist das weitestgehend weg. Es ist im Kopf alles eher bestimmt davon, was ich tun sollte. Und dass ich stark sein sollte, hilfsbereit sein sollte, nicht anecken sollte, je nachdem, wie die Fixierung einem das gebietet.
Und jetzt in der zweiten Art, in der Welt zu sein, ist der Ausgangspunkt, dass man wieder echten Kontakt zu sich aufgenommen hat. Und überhaupt wahrnimmt, was man selber möchte, völlig losgelöst und unabhängig von dem, was man tun sollte, was die Erwartungen sind als Konsument oder andere Erwartungen, was auch immer. Sondern wirklich wahrzunehmen, was ist mit mir? Wenn man auf diese Weise diesen Kontakt zu sich selbst wieder aufgenommen hat, dann fängt man an, lebendig zu werden. Nicht mehr so eine Fassade darzustellen, so eine Funktion auszuüben, so ein, ja, Konsument zu sein. Dann fängt man an, seinen Organismus nicht nur wahrzunehmen, sondern seinen Organismus fühlend bestimmen zu lassen, was geschieht und was gerade los ist. Weil der Mensch hat angefangen, richtig zu fühlen. Seine Bedürfnisse, seine Unzufriedenheit, sein Unglücklichsein, seine Wünsche, seine Hoffnungen und seine Träume. Lebendig und dann authentisch. In dem ersten Modus, das Verrückte, dass derjenige sich kontinuierlich im Mangel wähnt, glaubt, besser sein zu müssen, mehr haben zu müssen und dafür sorgen zu müssen, das schwingt bei allem, was der tut und sagt, so mit, was habe ich davon? Wenn der was erzählt, dann denkt er nicht, ah, was ist wichtig für den anderen? Zu erfahren, zu hören. Dann denkt er auch nicht, was ist wirklich existenziell das, was mich bewegt? Sondern er denkt, wie kann ich mich wichtig machen? Viel von dem, was geredet wird, wird davon bestimmt. Dass man was von wichtigen Menschen weiß, was andere nicht wissen. Dass man irgendwas über Dritte zu erzählen weiß und sich dadurch wichtig macht, dass man über solche Menschen was überhaupt weiß und tut. Andere Sachen, mit denen man sich selbst seine Eitelkeiten befriedigt und seinen Größenwahn oder ist egal, oder sein, man kann auch erzählen, wie besonders bescheiden man ist und der Großartigste von Bescheidenheit und alles. Es ist alles irgendwie unter der Regie der Ich-Bedürfnisse. Besonders sein, sich wichtig machen. Und das, was erzählt wird, hat in der Regel ja eigentlich nichts mit dem Menschen selbst zu tun. Ne? Hat eigentlich mit dem Menschen nichts zu tun. Äußerlichkeiten ja, aber in Wirklichkeit. Während jetzt in der zweiten Art in der Welt zu sein, jemand das erzählt, was ihn existenziell und wesentlich bewegt und von dem er die Ahnung hat, dass das für den anderen etwas Wichtiges und Wertvolles ist. Das kann natürlich ein bisschen hin und her gehen, weil mal ist es so, etwas zu erzählen, weil es für den Erzähler etwas Dringliches, etwas Wesentliches, etwas Wichtiges ist. Und der andere ist in diesem
Zusammenhang, ja, der mitfühlende Mitmensch. Der zum Beispiel nicht, wenn das jetzt eine ganze Stunde gedauert hat oder so, hinterher ein SMS rüber schickt, dass er zu kurz gekommen ist. Ne? Weil er weiß, dass sich das über die Zeit schon ausgleicht. Weil er nicht mehr im Gefühl ist, im Mangel zu sein und immer darauf aus, mehr zu kriegen und Angst zu haben, zu wenig zu kriegen. Es ist eine andere Art, da zu sein und eine andere Art des Miteinanders. Natürlich. Und in dieser zweiten Art ist der Organismus gelöst und vibrierend und strömend und fließend. Das ist ja klar. In der ersten Art ist bestimmend das, was ich sollte, und das spielt sich im Kopf ab. Da spielt sich das ab. Es ist bestimmt davon, wie ich mich wichtig mache und so dastehe. Das ist alles Gedanken. Das ist nicht, was man fühlt. Klar, es löst dann Gefühle aus. Natürlich, es ist bestimmt von dem Gefühl des noch nicht genug Seins und genug Habens, was in der Wahrnehmung dann als etwas Schmerzhaftes gefühlt wird. Aber viel gefühlt wird da nicht. Und demgegenüber, wenn in der zweiten Art in der Welt zu sein, der echte Kontakt mit sich selbst ist, dann wird es nicht nur wesentlich und existenzieller, sondern auch mehr von der Liebe bestimmt. Und was bedeutet Liebe eigentlich? Jemanden haben wollen? Was bedeutet Liebe? Liebe bedeutet zuerst, den anderen oder das, was ich liebe, so sein zu lassen, wie es ist. Und nicht nur so sein zu lassen, wie es ist, sondern auch ihm den Raum zu geben, dass es, er oder sie, sich so entfalten kann, wie es, er oder sie möchte. Das ist Liebe. Und das kann man noch einmal ein bisschen weiterdenken. Wenn Liebe da ist, dann ist das, was derjenige tut, bestimmt von dem, was geliebt wird. Es richtet sich darauf, nicht, was ich dem geben will und was ich für den für das Beste halte. Das ist auch ein Angebot. Aber im Wesentlichen richtet es sich darauf, dass ich mich so verhalte, dass der andere mehr sein eigenes sein kann. Das ist das Wichtigste und Zentralste Geheimnis des menschlichen Miteinanders, dass das für den anderen nicht bestimmt ist von mir, sondern das für den anderen bestimmt ist vom anderen.
Dann gibt es noch eine dritte Art, da zu sein oder in der Welt zu sein, und das ist die Art der Stille. Die Art der Stille bedeutet, dass ich ausgestiegen bin aus dem Kreislauf des Karma. Der Kreislauf des Karma wird wesentlich davon bestimmt, dass Unrecht geschehen ist. Und dieses geschehene Unrecht bei denen, denen es angetan wurde, die Wirkung hat, dass da der Impuls ist, der Rache, des Wiedergutgemachthabenwollens, des Zurückgebens, des Sich-Rächens, das ist der wesentliche Motor für den Kreislauf des Karma, der kein Ende findet. Es hat immer irgendwelche Kriege gegeben, weswegen jemand benachteiligt, verletzt und sonst was wurde. Und da ist immer genug Grund dafür, dass Impulse entstehen, des sich revanchieren Wollens. Und still sein heißt aus diesem Kreislauf aussteigen. Und dieses Aussteigen basiert auf dem grundlegenden Gedanken, ich will nichts mehr. Und der impliziert als wichtigsten Gedanken, ich will nichts mehr für mich. Das ist die andere Seite der Medaille. Die eine Seite sieht viel schöner aus, die ist schön blank geputzt. Die eine Seite lautet nämlich, oh, du brauchst nur dabei sein zu fühlen, ohne wegzulaufen. Dann hast du die Möglichkeit, in die Tiefe zu sinken und reine Glückseligkeit und reinen Frieden zu erleben, mehr als du bisher in deinem ganzen Leben hattest. Das ist die schöne Seite der Medaille. Die klingt gut und sieht gut aus. Und die hat auch recht. Die andere Seite ist, das Aufwachen ist daran gebunden, dass der Gedanke, ich will, nicht mehr da ist und vor allem nicht mehr der Gedanke, ich will für mich, einfach weg ist. So, und jetzt hat es mit dem Aufwachen Folgendes auf sich. Es ist offensichtlich relativ leicht, diesen Durchbruch in die Unendlichkeit und die Glückseligkeit und den Frieden zu realisieren, aber in gewisser Hinsicht viel schwerer, dass das die dauerhafte Daseinsweise wird. Und das liegt daran, dass während dieser 14 Tage oder dieser halben Stunde der Gedanke des Ich will aufgegeben wurde. Und dann jemand in diese Tiefe hat fallen können. Und danach der Gedanke, ich will und ich will für mich, wieder erschienen ist. Wieder auftaucht. Und dann gibt es großes Wundern. Oh, ich bin doch aufgewacht, warum bleibt es nicht? Wie ärgerlich, ich habe mir das doch anders vorgestellt, ich wollte doch mehr davon haben. Ich hatte mir doch mehr davon versprochen. Das ist die dritte Art, in der Welt zu sein, die Art der Stille.
Und was ist da still? Natürlich in erster Linie dieses Ich, das aus den Gedanken besteht, ich will, ich brauche, ich muss unbedingt haben. Wenn wir jetzt diese 14 Tage Zeit haben, dann ist es gut, wenn jeder von uns nach Möglichkeit in diesem dritten Modus sich bewegt. Aber auf jeden Fall nicht im ersten. Auf jeden Fall nicht im ersten. Und dafür kann man sorgen, dass man im Modus der Stille ist. Dafür kann man nicht sorgen, weil die Stille viel mehr ein Geschenk ist. Aber bevor man Stille erfährt, kommt es darauf an, still zu sein. Still zu sein bedeutet nämlich, dass auch der wildeste Aufruhr da ist und ich bewege mich nicht in dem Aufruhr. Ich gehe nicht dagegen an und renne nicht hin und laufe auch nicht weg, sondern ich bleibe einfach in der Mitte und lasse mit mir geschehen. Dadurch bin ich, dadurch verhalte ich mich still. Und darin besteht die Aufgabe. Wir sind durch die Umstände ja auch dazu gezwungen und bewegt, nicht so nach außen auszuschwirren, in die Welt hinein und den inneren Prozess dadurch auch immer zu unterbrechen. Wir haben also eine äußere Unterstützung dahin, dass wir den ersten Modus, mich bewegen zu lassen von dem, was in der Welt vorherrscht, aus diesem auszusteigen. Und während der 14 Tage ganz auszusteigen. Und zwar nicht nur in den 2 Stunden, wo wir uns hier zusammen versammeln, sondern auch in den noch längeren Stunden dazwischen. Das ist, worauf wir mehr, viel mehr achten, als das sonst in Retreats oft der Fall war, wo es so große Kontraste zwischen der Stille im Raum und Lärm außerhalb des Raumes gewesen ist. Viel zu viel. Das reduziert die Energie der Arbeit. Und wenn wir uns darauf einlassen und uns daran orientieren, dann gibt es nichts, was innerhalb von 14 Tagen nicht geschehen könnte. Der Mensch ist in einer schwierigen Situation mit dieser Ich-Idee. Und tatsächlich ist das der Preis,
den wir dafür zahlen müssen, dass unser Geist sich entwickelt hat und dass wir überhaupt in die Lage kommen können, Erleuchtung zu finden. Wenn das Kind ganz klein ist, kommt es ohne Ich aus. Und dann sagt es noch, wenn der Organismus Hunger hat, sagt dann, Willi hat Hunger. Willi essen. Kein Ich. Aber jetzt wächst der Geist. Jetzt sieht man plötzlich das. Andere Menschen da sind. Man kann sie unterscheiden. Man fängt an zu sehen, was Mama und Papa, wie die sich unterscheiden. Man fängt an zu entdecken, dass Papa anders auf einen reagiert als Mama und wie die beiden miteinander reagieren. Das fängt man an mitzukriegen. So. Und um das einigermaßen sortieren zu können, brauche ich einen festen Punkt, von dem aus ich das betrachte. In diesem Alter von 2,5, 3 Jahren. Und dieser feste Punkt ist ich. Das wäre sonst nicht hinzukriegen. Diese zunehmende geistige Fähigkeit, das alles jetzt wahrzunehmen, ist völlig unmöglich, wenn ich nicht diesen festen Punkt habe. In dem Alter. Sodass jetzt diese Ich-Idee da ist. Mama ist meine Mama. Und wenn das Geschwisterchen da ankommt und sagt, ist auch seine Mama? Naja, nicht so richtig. Ist richtiger meine Mama. Gut, dann auch unsere Mama. So, und dann wächst das Kind weiter heran. Und so mit 12, 13 macht der Geist wieder einen richtigen Sprung. Und von jetzt ab wäre es möglich, alles wahrzunehmen ohne die Ich-Wahrnehmung. Aber jetzt ist das Dilemma, man hat sich so in das Ich hineingefranst, dass man das als so selbstverständlich ansieht, dass man irgendwie gar nicht drauf kommt, darüber hinaus zu denken. Es hat sich so in einem als Gewohnheit so sehr, ne, das ist wie... Früher kann man sich vorstellen, sind Menschen so sehr in eine bestimmte, als es auch noch Internet, das alles ja nicht gab, vor 500 oder 1000 oder 2000 Jahren, da bestand die Welt aus bestimmten Göttern, das war so hineindenken, konnte man nicht, als Sokrates sagte, du musst dich selbst erkennen, wenn du das Göttliche finden willst, da haben wir gedacht, der verdirbt unsere Jugend. Der gehört kalt gemacht. Haben sie dann ja getan. Sie haben es ihm sogar noch wählen lassen und gesagt, also wenn du versprichst, deine Klappe zu halten und keinem Jugendlichen mehr irgendwas zu sagen, dann lassen wir dich laufen. Haben die gesagt. Wollte er nicht. Er hat gesagt, das geht nicht gut. Das geht nicht gut. Also ich werde meine Klappe nicht halten können. Ja, dann muss ich wohl den Schierlingsbecher trinken. Kam ich jetzt auf den guten. Ach ja, so fest die Gewohnheiten, dass man nicht drüber hinaus denken kann. Das ist einfach zack. So und so ist das mit dem Ich.
Wir zahlen den Preis, wir kommen gar nicht dahin, wo man Erleuchtung finden könnte. Aber wenn wir da sind, ist das Ich so etabliert, dass wir deswegen nicht rauskommen, weil es sich so gewohnheitsmäßig eingefressen hat. Ja. Außer ganz am Rand ein winzig kleines Dorf. Ja. Wo die Römer nicht gegen an können. Und in diesem Dorf weiß man, die spinnen, die Römer. Ne, da weiß man's. Woanders nicht. Woanders ist das normal. Also, in dem Dorf weiß man, dass ich nur gesponnen ist. Ich hatte so bis vor einigen Jahren, habe ich den Schwerpunkt der Aufmerksamkeit darauf gerichtet, wie ist die Struktur des Aufwachens und was kann man selbst dazu beitragen? Und das hat richtig gut funktioniert. Und ich hatte mehr geglaubt, dass die Erleuchtung dann den Menschen vollständiger transformiert und der Mensch von da ab nur noch von Liebe bestimmt und regiert wird. So wie es sich gehört. Weil das Absolute, die Unendlichkeit, mit der er sich jetzt eins weiß und fühlt, reine Liebe ist. Und wenn das Ich ja nicht mehr da ist, ja auch nicht mehr sein kann, dass da Ich-Gedanken sind in der Form, oh, ich will unbedingt haben und oh, ich muss unbedingt machen. Das ist ja alles weg, denkt man. So, und dann habe ich gemerkt, es kommt nicht nur auf die Übungen an. Ich meine, habe ich vorher auch gewusst, aber dann habe ich es irgendwie deutlicher gesagt und getan und befassen wir uns mehr damit. Es kommt nicht nur auf die Übungen an, sondern noch mehr auf die Haltung, mit der ich die Übungen mache. Aufwachen ist eine Frage der inneren Haltung. Wenn die innere Haltung stimmt, dann ist die Technik, die liegt ja auf der Hand, also die ist klarer kann man die nicht mehr machen, als sie damit in 7 Schritten gegeben ist. Und mit dem in die Tiefe sinken, klarer geht es nicht mehr. Also das ist so klar, es gibt kein klareres Kochrezept. Wenn es das gäbe, würden mehr Kochgerichte also gelingen. Es kommt auf die innere Haltung an. Von dem ersten Modus in den zweiten zu gelangen und vom zweiten Modus in den dritten. Osho hat den Menschen ja sehr viele Übungen vorgeschlagen. Einer seiner wichtigsten und fruchtbarsten war die, jeden Tag 2 Dinge zu tun, von denen man selbst gar nichts hat. 2 Dinge, die nur für andere sind. Eine sehr fruchtbare Übung, die er den Menschen vorgeschlagen hat. Das ist eine Übung, die an der Haltung ansetzt, die Haltung verändert.
Ja, und wir wissen, solange das Ich da ist, ist die Fixierung da. Nach dem Aufwachen ist das Ich eben noch nicht ganz verschwunden. Es ist für diese halbe Stunde verschwunden, für diesen Tag verschwunden und der Möglichkeit nach auch für immer. Aber das Regelmäßige ist, dass es sich wieder meldet. Und der gesellschaftliche, der ganze gesellschaftliche Druck und die ganze gesellschaftliche Bewegung zielt darauf ab, den Einzelnen in einem Gedankenfeld zu halten, das so intensiv ist, dass diese Gedanken von ich und ich muss konsumieren, wenn ich konsumiere, bin ich mehr wert, habe ich größeres Ansehen, kann ich mit mir zufrieden sein. Das ist so, das ist, ich weiß jetzt nicht, von Adorno ist der Gedanke zur Hälfte und dann kommt er noch irgendwo anders her, ich weiß nicht mehr woher, ein kluger Gedanke, nämlich, dass je schlimmer der Mensch in seinen Arbeits- und Lebensprozessen so eingebunden ist, dass ihm die Würde genommen ist, sich wichtig machen hat nicht mit Würde zu tun, dass ihm die Würde, desto mehr hat er den Impuls, als Konsument Sachen zu kaufen, die ihm ein Gefühl von Würde vermitteln. Sich das leisten zu können, was der Fußballspieler, der das 10.000-fache verdient, wie er, mit dem der spazieren geht, zum Beispiel. Oder solche Dinge. Je furchtbarer die Arbeitsbedingungen sind und je würdeloser, desto mehr versucht er mit Ratenkäufen und anderen Würde zu empfinden. So, und das sind intensive, wie in so einem Spinnennetz, ist der Einzelne und ist in der Regel euer Leben ist nicht so derart, wie ich eben es beschrieben habe. Dann funktioniert es subtiler auf andere Weise. Aber man muss wirklich sehen, die Zeitungen, die Art, wie über andere berichtet wird, geht ohne Ich nicht. Die ganze Struktur der Sprache, die Struktur der Darstellung, die Struktur, das hat der jetzt verursacht, die Baerbock, was hat die Schlimmes getan? Und klar, das ist die Fiktion, das ist die Dreierfixierung, wir wissen das. Das ist die Täuschung. Die Leidenschaft der Drei ist die Täuschung. Das merkt die selbst nicht. Das kriegt die selbst nicht mit. Die denkt, die ganze Welt wäre so. Und wenn die anderen sagen, du, das geht nicht. Sagt du, ja, aber wieso, das ist Rufmord. Nein, das ist nicht Rufmord, das geht eigentlich nicht so. Aber die das sagen, die haben noch mehr Dreck am Stecken. Die erlauben sich es trotzdem, das zu tun. So jedenfalls die ganze Art der Darstellung, die ganze Art der Prozesse, alles ist basiert auf dem Funktionieren des Ichs. Wenn wir Zeitung lesen, ist schon wieder 385 Impulse und Informationen von da ist ich, schau her, da ist ich. Ohne ich geht's nicht. Da ist die Begrüßung nach dem Urlaub im Betrieb oder im Team oder so. Na, was hast du gemacht? Wie war dein Urlaub? Ja, definieren als ein geschichtliches Ich. Das jetzt irgendwie auch noch dazu aufgefordert wird, was darzustellen, mit dem es je nach Fixierung als besonders stark, als besonders
gemeinschaftsfähig, als besonders dies oder das dasteht, als geschichtliches Wesen, als ein Ich, das seinen Urlaub hatte. Und wir können doch nicht denken, dass das irgendwie eine leichte Sache ist, das Ganze abzuschütteln, Erleuchtung zu finden in einem schönen Retreat in 14 Tagen, wo man sich tatsächlich mal ausklingt aus diesem ganzen Spinnennest. Und dann geht man hinterher wieder zurück und das bleibt alles im erleuchteten Zustand. Wie soll das passieren? Ein bisschen, manchmal. Manchmal ist es erstaunlich, wie hartnäckig das Erleuchtetsein dann doch ist sogar. Aber es ist natürlich offensichtlich, wenn die innere Transformation nicht vollständig wird und radikal wird, dass das Ich will haben, ich muss, ich sollte, aufgehört hat. Deswegen ist es gut, gleich radikal anzufangen. Nicht zu glauben, man könnte alles Mögliche mitnehmen. Auch nicht zu glauben, man müsste alles Mögliche mitnehmen. Nein, braucht man nicht. Man kann das alles abwerfen. Identität, Wichtigkeit, Bedeutung. Man kann alles aufhören. Gut sein müssen, kann alles aufhören. Besser werden zu wollen, kann auch aufhören. Das Einzige, was notwendig ist, ist still werden. Unser Emotionalkörper ist sehr viel stabiler und fester als der Mentalkörper. Und unser Emotionalkörper ist hunderttausende Jahre alt, 4 Millionen Jahre. Und was war 4 Millionen Jahre lang der wichtigste emotionale Faktor? Die Zugehörigkeit zur Horde. Das war bestimmender als alles andere. Und das hieß eben auch dasselbe Denken wie die Horde. Denselben Zielen nachgehen. Übereinstimmung finden mit der Horde, eben mit der Mehrheit. Eben mit dem, was alle denken, mit der Ich-Trance. Man kann an folgendem Ereignis
vielleicht sich verdeutlichen, was das für eine Macht hat. Wenn jemand mit dem Voodoo-Kult, da hat das eine konkrete Form gefunden, wenn jemand aus der Horde, aus der Gemeinschaft ausgeschlossen wird, weil er sich daneben benommen hat und mit diesem Bann belegt wurde und wird, ausgeschlossen zu sein, der fällt tot um und stirbt. Der fällt tot um und stirbt. Eine solche Macht hat das. In der Wissenschaft nennt man das den psychogenen Tod. Der Glaube an die Wirkung dieses Voodoo-Bannes, verbunden mit dem tiefen, ja millionenalten Wissen, alleine bin ich dem Tod ausgeliefert, kann keine zwei Tage überleben, weder Essen kriegen, noch dem Gegessenwerden entkommen. Dieses beides, der Glaube an die Macht des Schamanen und des Voodoo-Kultes, verbunden mit dem Wissen, allein habe ich keine Chance. Beides zusammen. Macht, dass derjenige tot umfällt. Und das ist die Macht, die uns dieses gleiche Denken lässt, was die Horde denkt und tut. Und jetzt sind wir nicht eine Horde, da gibt es dann welche, die das Denken mit einer Richtung versehen, egal ob das quer oder sonst wie, ist ja egal, da gibt es verschiedene Horden. Ne? Es ist nicht so, dass wir eine Horde sind. Wir sind innerhalb der einen Horde, wobei oft ist das Gemeinsame noch viel stärker, auch in dem Protest, in der Protesthorde auch noch das grundlegend dasselbe auf eine andere Weise, so wie die Pubertierenden sind ja verstrickt in die Ideologie der Eltern. Ich mache es anders, bloß ja nicht so wie ihr. Der Pubertierende ist ja so lange verstrickt in diesem Gedankensystem, bis er sagt, ich bin frei. Ich bin nicht davon bestimmt, was ihr tut und denkt und sagt und wollt, weder in dem, dass ich folge, noch in dem, dass ich widerspreche. Weder noch. Darum, in jedem Mensch ist die Sehnsucht aufzuwachen. Ganz sicher. Alle Indizien sprechen dafür. Die meisten Menschen nehmen es nicht wahr, verschieben dann die ganze innere Spannung, die damit verbunden ist, die Anspannung. Und mir scheint sehr viel dafür zu sprechen, dass gegenwärtig in den letzten Jahren, Stück für Stück, in den letzten 20, 30 Jahren, der Computer unterstützt das dann, aber der unterstützt es nur, ist nicht die Ursache davon, von dem immer zunehmenden Getriebensein. Wo kommt das her? Meine Idee ist die, weil das Aufwachen mehr geschieht und dadurch mehr
an die Oberfläche drängt und dadurch die inneren Sehnsüchte und die inneren Tendenzen im Menschen wacher werden, wird umso mehr des Getriebenseins gemacht und Getriebensein gefolgt, um das effektiver abwehren zu können. Es spricht sehr viel dafür, dass das so ist. Jedenfalls, weswegen ich mir die ganze Mühe mache, jetzt das Ganze so erzählt zu haben, ist wegen des einen Gedanken. Wenn du den Wunsch hast, aufzuwachen, oder wenn du den Wunsch hast, das aufgewachte Sein zu vertiefen und zu stabilisieren, dann kannst du die Aufgabe nicht ernst genug nehmen. Und es besteht, gibt immer wieder die Tendenz, dass jemand versucht, sein ganzes bisheriges, nicht nur äußeres Leben, sondern vor allem inneres Leben beizubehalten und trotzdem die Früchte des aufgewachten Seins jeden Tag genießen zu wollen. Manche schieben die Schuld dann den Übungen zu, obwohl es die Ursache in der Haltung liegt, mit der diejenigen die Übung machen. Das gehört auch zu der Ichhaftigkeit. Einer der schönsten Sätze, die ich ja auf jeden Fall in diesem Jahr gelesen habe, aber man kann auch ruhig sagen in den letzten 5 Jahren. Jede Geschichte jedes Individuums ist in erster Linie eine besondere Geschichte einer besonderen Rechthaberei. Dann habe ich noch einen schönen Satz gelesen, der konkurriert mit diesem ersten. Aber der ist ziemlich brutal. Aber ich habe ja heute jetzt schon euch genug um die Ohren gehauen, dann kann das auch noch kommen. Also da muss ich jetzt auch nicht mich bescheiden. Es gibt viel zu viele Menschen, die sich selbst wie ein Haustier halten. Was ist mit einem Haustier? Man sorgt dafür, dass es genug zu essen kriegt. Man sorgt dafür, dass es ein bisschen Auslauf hat. Man sorgt dafür, dass es ein bisschen Spielzeug hat, einen Knochen, an dem man länger drauf rumkauen kann, dass er beschäftigt ist. Das ist, wie man ein Haustier hält. Und es gibt viel zu viele Menschen, die sich selbst wie ein Haustier halten.